So, gehen wir jetzt weiter oder gehen wir erstmal noch gucken, ob wir noch was anderes finden? Ich glaube, wir haben noch mehr Spiel, oder? Zum Zertrümmern? Nein, der nicht. Ich musste unfreiwillig jetzt einen Tag Pause einlegen dazwischen. Deswegen muss ich einmal kurz gucken, wie wir zurechtfinden hier. Ach, hier ist die Garage. Und wir müssen aus dem Dunkeln raus. Wie immer. Achso, hier ist der Raum. Der Safe Room oder so ähnlich. Warte mal. Hallo? Hi. Okay. Gut. Sagen wir mal mutig. Mutig. Komm schon. Ach so. Warte mal. Ich kann. Oh. Mein Verstand rastet hier drin komplett aus. Ich kann nicht speichern. Toll. Alles klar. Gut. Ich hatte nämlich in der letzten Aufnahme bei einem anderen Spiel Probleme mit dem Audio. Das Baby hält eine Kugel in der Hand. Möchtest du die haben? Ja, gib her. Es scheint etwas drin zu sein. Komm schon. Verstand. Bleib smutje. Warte mal. Die lassen wir mal fallen. Oh. Okay. Weil. Ach so, nee, brauchen wir gar nicht fallen lassen. Halt, stopp. Yep, okay. Wir haben die Pillen. Okay, ist hier noch irgendwas drin? Oh, Alter, ist das widerlich. Nein, okay. Nochmal eine Pille nehmen. Wie viel haben wir eigentlich in so einer Dose drin? Wieder weglegen. So. Gut, da war. Wie ist das, die Tür zu? Ich frage lieber nicht. Dann haben wir hier den Spiegel. Gehen wir da mal rein. Er hat auf jeden Fall eben gespeichert. Das ist schon mal gut. Okay. Wir brauchen unser Feuerzeug. Oh nein, nicht niesen jetzt. Nicht niesen. Okay, hier könnten wir 20 nach 8, Viertel vor 1 und halb 12 interagieren. Okay, wir können die Uhr verstellen. Das ist ja toll. Haben wir irgendeinen Hinweis darauf? Es muss hier ein Muster geben, aber irgendwie habe ich keinen Hinweis darauf. Ja. Habe ich auch nicht. Können wir. Hier war doch gerade. Irgendwas war hier doch. Hä? Da. Okay. Hier müssen wir wahrscheinlich Kerzen draufstellen. Wir müssen erstmal irgendwie an die Lösung kommen. Gut.
Dann gucken wir hier weiter. Da ist nichts mehr drin. Unserem Verstand geht's super hier. Wer hat die Ketten davor gehangen? Warte mal. Achso, wir haben die Kugel. Okay. Nee. Das bringt nichts. Gut. Haben wir das auch geklärt? Ist ja gut. Von wo kam das jetzt? Hallo? Ich nehme schon mal lieber das Feuerzeug in die Hand. Ich habe da so eine böse Vorahnung. Okay, da kommen wir jetzt nicht mehr rein. Da können wir auch nichts machen. Also es kann sein, dass ich bei dem Spiel ein bisschen länger sitze. Und wieso ist der Schrank auf? Spiegelwelt, ich komme. Oh, es geht runter. Oh, schön, geil. Ich kann gerade nicht das Inventar zugreifen. Oh mein Gott. Hallo? Ich kann es untersuchen. Linke Hand. Okay. Hallo? Da ist doch bestimmt irgendwas dahinter. Oder wir müssen das irgendwie anordnen. In der bestimmten Reihenfolge. Es ist dunkel da drin. Oh Gott. Es willst du mich verarschen? Oh, ist ja ein Traum. Feuerzeug funktioniert nicht. Okay. Wir müssen hier die Bilder irgendwie umhängen. Hallo? So. Nur wie? Das sieht nicht richtig aus. Müssen wir von jedem Bild eins aufhängen oder? Oh, es ist ein Traum. Gehen wir erstmal wieder zurück. Ich habe hier keinen Hinweis darauf, was wir überhaupt machen müssen. Also, wie gesagt, Bilder aufhängen, ja, aber wie? Nee. Nee, das hilft mir auch überhaupt nicht. Vor allen Dingen, was war das für ein Mann, der da stand? Mal wieder. Warte mal. Da teste ich mal was. Wir haben doch. Nee. Nee. Okay. Das bringt auch nichts. Schade. Na los, Radio. Okay, das Radio ist still. Braves Radio. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist noch ein.
Was ist das überhaupt für ein Raum hier? Bop, 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 bop. Okay. Erstmal wieder ins Licht, kurz Verstand beruhigen, dann gehen wir weiter. Vor allem mein Verstand. Also es geht scheinbar nicht um den Spielercharakter so, sondern vor allem mir. Oh Gott. Gut, Feuerzeug. Und das wird da drin garantiert wieder nicht funktionieren. Okay. Warte mal. Nee. Nochmal wieder beruhigen. Oh Gott. Einmal zurücklehnen, warten. Einmal auf die Aufnahmezeit schauen. Das passt alles super. Ich habe absolut kein Zeitgefühl hier. Auf ganz andere Sachen fixiert. Hallo? Du siehst ziemlich beschissen aus. Infusionsbeutel. Unter wichtige Gegenstände. Hallo? Eines der Messer scheint zu fehlen. Müssen wir eben jetzt noch ein Messer reinrammen? Fände ich irgendwie nicht nett. Das Licht geht nicht. Da können wir ein Leuchtmittel einschrauben. Eindrehen. Okay, er macht irgendwas ganz langsam. Hallo Schwester. Oder auch nicht. Toll. Mann, gut, da kommen wir nicht weiter. Ich sag mal, ich werde diese Folge auf jeden Fall noch suchen nach der Lösung. Aber ich werde mal gucken, wenn ich zu lange brauche, um an die Lösung zu kommen, werde ich mich informieren müssen. So, hier finden wir leider nichts weiter. Alter! Das habe ich auch. Ich hab das hab ich ja. Hasa! Have! Hasa! Ho! Ha! Hui! Oh! Huha! Er spricht in fremden, in fremden Zungen. Alter! Willst du mich verarschen? Ich hoffe, es gucken keine jungen Zuschauer zu. Das Fluchen ist real. Boah. Lecco mio. Das klemmt. Schön. Oh. Ey, mein Körper beruhigt sich gerade überhaupt nicht mehr. Nee, okay. Boah, Mann. Aber warte mal. Wir kamen doch eigentlich von hier ins Schlafzimmer. Mal. Aber. Hä? Bin ich jetzt. Aber ja, das war ja mal das Schlafzimmer, eigentlich. Ist es ja nicht mehr. Oh, leck mich. Beruhigend. Okay, die Textur lädt einfach nach.
Nein. Das bringt gar nichts. Da guckt er mich um die Ecke an. Ich glaube, es hackt. Er oder sie, ich weiß es nicht genau. Irre, du bist. Okay, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen noch Spiegel finden, genau. Irgendwas hat kurz geruckelt. Irgendwas ist passiert. Oh Gott. Oh Gott. Das ist beruhigend. Ein langer Gang, wo am Ende nichts ist. Ah, hallo? Oh. Dolores? Oh. Your undoing is now inevitable. Anleitung letzte. Okay, es ist saulaut gerade. Oh. Okay, der Todesbildschirm ist ziemlich laut. Erinnert mich irgendwie an der SF4-2 mit dem. Naja. Also, dass es so laut ist, wenn man stirbt. Okay, wo. Das heißt, da gehen wir nicht rein. Gut zu wissen. Obwohl ich versuch's noch mal. Vielleicht muss ich meine Angst besiegen und auf sie zulaufen. Das wird garantiert nicht funktionieren. Garantiert nicht. Aber vielleicht müssen wir auch die Wand zerschlagen. Ne. Hi. Ah. Okay. Schade. Warum tust du mir das an, Dolores? Warum? No. Puh. Gut. Also ja, gut, nicht gut. Also wir haben jetzt ein paar Spiegelwelten geöffnet oder Spiegel, also wir sind durch ein paar Spiegel gegangen. In zwei haben wir ein Rätsel, wo ich nicht weiß, wie wir das lösen sollen. Und hier sterben wir. Wir haben auch kein Item, was irgendwie was bringt. Schade. Ist da was? Warte mal. Da ist ein Bild. Crouch. Slain gunned down. Okay. Also, irgendwer wurde erschossen. Okay, hier ist auch nichts weiter. Ich bin gerade so ein bisschen ratlos. Auf dem Behälter steht Sonne und Tee. Er ist verschlossen. Das hatten wir auch schon mal. Okay. Gehen wir wieder hier hin. Also wir dürfen noch nicht zu Dolores rein in den Flur. Und hier oben haben wir jetzt nichts mehr. Garage bleibt noch. Da ist nichts. Ja, ich gehe mal an die Tür. Warum gehe ich auch noch an die Tür? Erste Reaktion, Erfolg. Okay.
Ich habe genau das getan, was das Spiel von mir wollte. Da sind wieder Schuhe. Waren die da schon immer? Ich bin mir gerade unsicher. Achso, das war der Raum. Gut. Da ist das Rätsel drin. Den konnten wir nicht zerschlagen, oder? Ach doch. Hatte ich das letzte Mal geöffnet und war hier nicht reingegangen? Hallo? Das ist mein Safe Room. Ach so, stimmt. Stimmt. Ah, bring me my child. Ja, ich habe es durch die Pause schon vergessen. Wichtigen Gegenstand verwenden. Das scheint nicht zu reichen. Okay. Schade. Wir haben ja diese Kugel bekommen. Von dem Baby. Was uns leider überhaupt nichts bringt. Warte mal, ich gehe nochmal jeden Raum ab und nutze diese Kugel. Oder die Bluttransfusion. Untersuchen. Vielleicht findest du in der Garage. Wieso kriege ich jetzt einen Tipp? Untersuchen. Ich will das weglegen. Kann ich das nicht weglegen? Warte mal. Halt. Stopp. Bewegen. Achso, nee, auch nicht. Wichtigen Gegenstand. Untersuchen. Hoch, hallo? Jetzt. Lagern. Nee, ich will das weglegen. Warum geht das nicht? Na gut, gehen wir nochmal in die Garage. Wenn das Spiel uns so dezent darauf hinweist. Da lang. Wenn das Spiel uns so dezent auf die Garage hinweist. Ich habe noch eine Kerze, oder? Ja. Okay, interagieren. Ah. Alles klar. Hab ich mir fast gedacht. Aber. Nee, das bringt auch nicht. Willst du mich veräppeln? Ich würde ja gerne untersuchen. Ja. Ja. Schnüff. Ja, gut. Wie gesagt, im Zweifelsfall muss ich. Ich mag den Raum nicht. Gleich nochmal schauen in der kurzen Pause. Wenn ich jetzt gar nicht zurechtkomme. Das sieht aus wie ein Altar. Nö, auch nicht. Gut gucken. Ja, gut. Ich werde mich mal eben schlau machen. Ich weiß gerade echt nicht wirklich weiter. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn.